Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Viele von euch haben bestimmt schon mitbekommen, dass ich mir einen 90 Euro teuren Stonehooker Bowl Kopf gekauft habe. Jetzt ist die Frage, lohnt sich das? Ist das Ding 90 Euro wert? Was kann der denn so? Und um das im ultimativen Test herauszufinden, dachte ich mir, nehmen wir meinen teuersten Kopf, den Stonehooker für 90 Euro und den billigsten Kopf, den ich da habe, den 58 Cent Kopf, den wir damals auf Amazon bestellt haben, und lassen die mit zwei exakt gleichen Pfeifen gegeneinander antreten. Kohle geht an, ich hol die, wir sehen uns gleich wieder. So, dann kommen wir mal zum Kopfbau. Wir werden beide Köpfe mit dem Savulim 2 bauen. Ich schätze mal, das versteht sich von selbst, dass wir da denselben Tabak nehmen, wenn wir hier einen 90 Euro und einen 58 Cent Kopf miteinander vergleichen, dass wir da denselben Tabak nehmen. Ich wollte jetzt keinen Dark Blend nehmen, vor allem nicht in dem 58 Cent Kopf mit dem Stone. Geht das natürlich sehr gut, aber ich weiß nicht, mit den, ich schätze mal, nicht so geilen Hitzeeigenschaften von dem günstigen Ton. Weiß nicht, habe ich nicht so Lust auf Dark Blend. Ich werde beide ungefähr randhoch bauen, sodass die Smokebox auf jeden Fall schön gut drinne sitzt. So, und das sollte auch schon an Tabak reichen für den Kopf. Dann nehmen wir hier mal die Stecherseite von unserer Gabelstecher-Kombi und werden hier den Tabak noch schön verteilen. Ich werde nicht großartig andrücken, ich werde nur sehen, dass ich den Tabak zurechtlege. Das sollen beide relativ fluffige Setups werden auf jeden Fall. Ungefähr randhoch, wie gesagt, auch bei beiden, so wie ich das eigentlich immer mache. Aber gut, die Chance besteht ja, dass ein paar neue Leute dieses Video hier sehen, auch wenn YouTube den Shisha-Content nicht so gerne promotet, aber vielleicht sehen das ja ein paar neue Leute und die, beziehungsweise ihr, wisst ja noch nicht, wie ich immer meine Köpfe baue, aber zum Testen mache ich das, wie gesagt, sehr gerne, dass ich das Ganze schön locker fluffig, ungefähr auf Randhöhe, manchmal ein kleines bisschen drunter, dass ich so eben am Anfang immer meine Sachen teste oder auch immer, wenn ich irgendwas vergleiche oder so, versuche ich das einfach immer genau so zu machen und dann habe ich immer einen guten Vergleichswert. So, ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses kleine Experiment hier, was da besser sein wird, aber so würde ich schon fast, hier hängt noch ein bisschen Tabak, den können wir noch reinpacken, hier vielleicht noch ein kleines bisschen umrand, hier vielleicht noch ein kleines bisschen, aber im Großen und Ganzen sind wir da schon fast durch mit diesem Kopf hier. So, und ich denke, so kann man das Ganze lassen. Das hier ist jetzt der Kopfbau in dem 90 Euro Stonehooker Bowl. Es gibt ein kleines Problem. Auf den Stonehooker werde ich eine Callout 1 Plus setzen. Und auf den 58 Cent Kopf, der jetzt hier als nächstes kommt, da passt leider kein 1 Plus drauf. Das heißt, ich muss den Callout 1 verwenden, den wir im Video hatten. Weil diese Schlitze, die hier innen im Callout sind, die, warte mal, seht ihr die da hinten? Nee, nicht wirklich. Hier an der Seite vielleicht. Beim Callout 1 funktioniert es, dass diese Schlitze noch über dem Tabakdepot halbwegs sind. Aber beim Callout 1 Plus sind die minimal weiter außen. Und deswegen passt kein 1 Plus auf unseren 58 Cent Kopf hier. So, bauen wir den mal als nächstes. Auch da schnappen wir uns wieder Tabak und packen den schön hier rein. Der ist ein bisschen tiefer, dafür weniger breit. Bin ich mal gespannt, was für einen Unterschied das haben wird, wenn wir da weniger Auflagefläche haben. Trotzdem werden wir auch den ungefähr randhoch bauen, sodass die Smokebox da auf jeden Fall schön drinne sitzt. Ich glaube, ich muss sogar noch mehr Tabak nehmen. Aber schauen wir erstmal, wie das so wird. Verteilen ist in dem Kleinen auf jeden Fall schon mal ein kleines bisschen fummeliger. Klar, man hat ja auch ein kleines bisschen weniger Platz. Aber da würde ich tatsächlich sagen, muss an die eine oder andere Stelle nochmal eine kleine Gabel Tabak, damit wir auch wirklich randhoch sind und wir die beiden Köpfe hier auch ähnlich gebaut haben und das auch vergleichen können. Am geilsten wäre es natürlich, wenn man für beide Köpfe gleich viel Tabak nehmen könnte, aber durch die unterschiedliche Depotform macht das natürlich gar keinen Sinn. Aber hätten die exakt gleiche Form, wäre das natürlich ein sehr, sehr nicer Weg. Also würde man jetzt einen Oblaco M mit einem Oblaco M vergleichen, dann sollte man das natürlich machen. Aber bei zwei verschiedenen Köpfen macht es natürlich keinen Sinn. So, und ich glaube, jetzt haben wir es von der Tabakmenge, von der Höhe her auf jeden Fall ganz gut getroffen, wie das beim Stonehooker war. Ich kann ihn ja nochmal kurz nebendran stellen. Also der Stonehooker hat auf jeden Fall ordentlich Kontakt und der wird jetzt auch ordentlich Kontakt haben.
Hier kommt der Callout 1 Plus drauf. Wie gesagt, das ist die einzige kleine Variable, die ich nicht perfekt hinbekommen habe. Und da passt eben nur der Callout 1 drauf, nicht der 1 Plus. Aber solange wir dem Tabak gleichmäßig Hitze geben, sollte das eigentlich kein großes Problem werden. Sollten wir hinkriegen. Ich würde sagen, ich schmeiß mal Kohle an, pack die Köpfe auf die Pfeifen und dann testen wir das Ganze mal. So, Kohle ist ready. Das heißt, wir packen mal den 58 Cent Kopf, obwohl den 58 Cent Kopf machen wir auch auf die günstigere Pfeife. Es sind übrigens zwei Aladdin MVP 360, einmal die goldene für 100 Euro und einmal die silberne für 80 Euro. Und dann packen wir da mal Kohle rein. Übrigens, falls ihr es noch nicht wusstet, SWG-Zange ist jetzt erhältlich. Werbung an der Stelle. Ich habe eine Zange gemacht mit Noble Dust zusammen, weil mir die Zangen von denen schon immer gut gefallen haben und ich wollte eine Zange mit meinem Logo drauf. Deswegen habe ich eine mit denen gemacht und die kann man auch bei nobledust.shop kaufen, was sehr, sehr nice ist. So, wir haben schon das erste kleine Problem. Und zwar dadurch, dass wir hier einen Callout 1 genommen haben und hier einen Callout 1 Plus, passen da natürlich direkt zwei Kohlen rein. Hier erstmal nur eine und eine auf Kipp, beziehungsweise muss ich jetzt ein bisschen Tetris spielen und hoffen, dass ich die da irgendwie noch mit reinbekomme. Haben wir auch geschafft. Sehr gut. Ich rauche die Dinger an und ich würde sagen, ich melde mich dann, wenn die angeraucht sind, weil anrauchen ist zu langweilig, das will eh keiner sehen. Im Stonehooker war zugegeben auch die zweite Kohle ein bisschen früher als bei dem 58 Cent Kopf. Er ist auch ein bisschen früher an, also er ist noch nicht an, aber er ist ein bisschen weiter als der Kopf. Könnte aber jetzt halt auch einfach sein, weil da die zweite Kohle zuerst drin war. So, ich ziehe jetzt einfach abwechselnd, also ich habe ja zwei Aladdin MVP 360, das heißt, die haben natürlich auch denselben Schlauchadapter, was natürlich sehr nice ist. So kann ich meinen einen Schlauch einfach immer umstecken und habe auch keine Geschmacksverfälschung durch einen Schlauch, mit dem vielleicht vorher irgendwas Komisches geraucht wurde oder so, was da noch ein bisschen drin hängt. Wir gucken mal, wie weit die beiden sind. Zur Erinnerung, hier war die zweite Kohle ein Ticken früher drin, da muss ich noch ein kleines bisschen Tetris spielen, wir schauen mal. Ja, der ist schon, weiß nicht, gut 50% an. Ja, okay. Der braucht noch eine Sekunde länger. Während ich die beiden Pfeifen hier aber anrauche, ein kleiner Aufruf an dich. Wenn es dir gefällt, du die Qualität magst, die Videos magst oder, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Das Ziel ist ganz klar 2021, die 100.000 und irgendwann der silberne Playbutton hinter mir an der Wand. Also würde ich mich riesig über ein Abo freuen. So, auch der 58 Cent Kopf kommt so langsam. Der Stonehooker tatsächlich schon deutlich mehr am Start. Also, auch wenn da die Kohle 10 Sekunden früher drin war, habe ich das Gefühl, als wenn es beim Stonehooker schneller geht. Könnte ich mir jetzt so erklären, dass das Material vom Stonehooker einfach ein bisschen besser die Hitze annimmt, also schneller die Hitze speichert und bei dem 58 Cent Kopf wahrscheinlich durch das nicht ganz so hochwertige Material, zumindest nicht so hochwertig wie beim Stonehooker, wahrscheinlich dauert das einfach ein bisschen länger, bis das heiß wird oder bis da wirklich der Tabak dann auch die Hitze abbekommt oder so. Könnte natürlich auch daran liegen, dass der 1 Plus schneller warm wird als der 1er. Wobei ich sagen würde, beim 1er ist es ein bisschen weniger Material. Also würde ich sogar tendenziell davon ausgehen, dass der 1er schneller warm werden würde. Auch weil die Kohle näher an der Platte unten ist. So, ich habe jetzt ungefähr beide Köpfe nochmal eine Viertelstunde geraucht. Jetzt sind beide auf ihrem Maximum angelangt. Beide sind heiß. Ich hatte zwischenzeitlich auch noch mal kurz drei Kohlen auf dem und drei Kohlen auf dem Kopf. Beiden waren drei Kohlen auf jeden Fall zu viel. Also zwei Kohlen sind im Moment das Maximum, was geht. Man hat dann relativ schnell gemerkt, würde ich die Kohle jetzt drauf lassen, dann wäre das too much. Was mir auch aufgefallen ist, den konnte ich auch mal 3 Minuten nicht rauchen, wenn ich gerade den Stonehooker geraucht habe. Und das war noch relativ normal. Wenn ich beim Stonehooker lange nicht gezogen habe, also lange jetzt so 3 Minuten oder so, wenn ich da mal 3 Minuten nicht dran gezogen habe, hat man ganz klar gemerkt, der erste Zug war deutlich heißer. Heißt für mich im Umkehrschluss, dass hier die Hitze besser an den Tabak kommt, ob man zieht oder nicht.
macht da keinen großen Unterschied. Der Tabak bekommt hier im Stonehooker auf jeden Fall schön Hitze von allen Seiten die ganze Zeit. Hier wahrscheinlich eher nur von oben und nicht durch das Material von dem Kopf. Also den kann ich sogar bis hier noch anfassen. Beim Stonehooker, das ist hier schon sehr warm. Hier, da wird es schon heiß. Also hier will ich den schon nicht mehr anfassen. Das Depot oben traue ich mich gar nicht anzufassen. Hier, wie gesagt, kein Problem. Den kann ich fast bis ganz oben anfassen. Da ist nicht viel Hitze im Kopf. Die Hitze wird fast nur am HMD sein. Also, Punkt Hitzespeicherung und Hitzeweiterleitung geht auf jeden Fall an den Stonehooker. Aber sagen wir mal so, es wäre ja auch schon eine sehr, sehr krasse Überraschung, wenn der Kopf in irgendeinem Punkt gewinnen könnte, außer vielleicht bei Preis-Leistung. Aber da kommen wir später nochmal im Fazit drauf. So, wir nehmen mal ein paar Züge und gucken uns mal die Rauchentwicklung von den zwei Köpfen hier an. Würde ich tatsächlich deutlich mehr von dem Kopf erwarten, also happy wäre ich damit jetzt nicht. Für 58 Cent ist der Kopf tatsächlich der Wahnsinn, also muss man ja mal sagen. Übrigens gibt es den im Moment nicht mehr zu kaufen, der war dann leider ausverkauft nach dem Video, was ich darüber gemacht habe. Ob der nochmal kommt, wann der kommt, habe ich leider keine Ahnung, Leute. So sieht auf jeden Fall die Rauchentwicklung vom 58 Cent Kopf aus. Jetzt kommen wir zur Stonehooker. Direkt der erste Zug, viel mehr Hitze am Start. Der Tabak ist auf jeden Fall auf einem ganz anderen Level als bei dem 58 Cent Kopf. Aber zur Erinnerung, ich habe auch probiert, diesem Kopf von oben mehr Hitze zu geben mit einer dritten Kohle auf Kipp. Hashtag Kantenbasis. Hat aber nicht funktioniert, dann war die Hitze von oben zu viel. Also ihr wollt wirklich, dass der ganze Kopf die Hitze speichert und der Tabak von allen Seiten konstant nice Hitze bekommt, aber niemals zu viel. Das heißt, man kann auch nicht einfach sagen, naja, dann packst du da noch eine Kohle mit drauf, weil dann ist von oben mehr Hitze, aber die Seiten und das Funneldepot, das erhitzt sich trotzdem nicht mit. Im Gegensatz beim Stonehooker merkst du sofort beim Zug, der ist viel krasser an. Ja, da ist viel mehr Wumms dahinter, wenn man zieht. Und ich denke, die Rauchentwicklung, die spricht da auch für sich. Also Stonehooker, viel bessere Rauchentwicklung. Der nächste wichtige Punkt nach dem Rauchverhalten bzw. Hitzeverhalten, Stonehooker Bowl, auf jeden Fall der Gewinner. Ganz, ganz klare Sache. Von der Rauchentwicklung auch safe, Stonehooker Bowl. Rauchentwicklung ist viel, viel nicer beim Stonehooker als beim 58 Cent Kopf. Bleibt uns allerdings noch der wichtigste Punkt, klar, Rauch ist auch sehr, sehr wichtig. Wir wollen ja auch, dass es ordentlich qualmt, wenn wir eine Pfeife rauchen, aber die Geschmacksentwicklung muss auf jeden Fall auch am Start sein. Bei den ersten zwei Punkten, die wir schon abgehakt haben, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, wer auch da der Gewinner ist. Aber wir machen trotzdem nochmal den Vergleich. Wir nehmen Zug hier, wir nehmen Zug da und reden mal darüber, wo sich vielleicht der Geschmack dann unterscheidet. Der Geschmack ist auf jeden Fall da. Man hat aber die ganze Zeit das Gefühl, da geht noch ein bisschen was, vor allem wenn man den nebenbei noch raucht. Aber es ist ein bisschen lasch, also es ist so, als ob der Tabak irgendwie nur so 75% von dem, was er eigentlich könnte, hergibt und beim Geschmack auch wirklich rauslässt. Das heißt, er ist so ein bisschen, es fühlt sich so ein bisschen lasch an. Nicht vom Rauch an sich, der ist schon da und man merkt auch, die Smokebox hat Kontakt zum Tabak und da kommt schon gut was rum. Aber dann nimmt man nach der Shisha einen Zug an der Shisha, beziehungsweise nach dem Kopf an dem Kopf und Alter. Schon beim Zug merkt man das einfach. Der ist am Start, der ist richtig dabei, der hat Bock, der gibt her, was er kann. Da ist der Tabak auf einem ganz anderen Level am Start als beim 58 Cent Kopf. Aber again, der 58 Cent Kopf für seinen Preis ist wirklich sehr gut. Dieser Kopf hingegen für seinen, also den Preisunterschied ist er nicht wert, aber der ist am Start, der ist richtig am Start. Und wenn man jetzt daran den Zug nimmt und den Geschmack hat und wirklich alle Nuancen und Facetten des Tabaks im Geschmack auch wiederfindet, das ist ein Unterschied, das ist wirklich krass. Also ich glaube, da würde auch jeder blind. Leider gehen im Moment keine Blindtests. Eigentlich war dieses Video als Blindtest geplant, dass ich mir 5 Freunde einlade und die blind an beiden Köpfen ziehen lasse und gucke, welcher denen besser schmeckt. Vielleicht können wir das nach Corona nochmal nachholen, aber im Moment haben wir halt die Kontaktbeschränkung. Deswegen 5 Leute an denselben Pfeifen ziehen lassen, glaube ich, nicht so eine geile Idee bei Corona. Deswegen machen wir es jetzt einfach so. Aber ich wette, das würde jeder auch in einem Blindtest sofort herausfinden, welcher da der bessere Kopf ist. Also, das ist so ein krasser Unterschied. Mir war ja bewusst, dass es einen Unterschied gibt, aber dass der Unterschied so krass ist, hätte ich nicht gedacht, gerade im Geschmack. Also Rauch, Stonehooker Bowl auf jeden Fall besser, aber auch geschmacklich Stonehooker Bowl so viel nicer am Start.
bleibt uns eigentlich nur das abschließende Fazit. Ihr merkt schon, die Stonehooker Bowl hat auf jeden Fall in jedem Punkt gewonnen. Ist aber auch eigentlich keine Überraschung, wenn der Kopf halt irgendwie 130 Mal teurer ist als dieser hier. Aber dass die Stonehooker Bowl so viel besser ist, ist klar. Ist die Frage, lohnt sich die Stonehooker Bowl? Und das ist eine Frage, die ist super schwer zu beantworten. Ich habe mittlerweile über 100 Shisha-Köpfe bei mir daheim. Und wenn man schon sozusagen eine Sammlung an Shisha-Köpfen hat und man einfach wieder nochmal was anderes haben will und nochmal was Krasses in der Sammlung haben will, go for it. Es ist ein hervorragend guter Kopf. Safe. Aber wenn man jetzt vielleicht 2, 3 Köpfe hat und man sich jetzt fragt, soll ich mir jetzt eine Harmony Bowl, einen Huakaya oder einen Oblako holen? Oder soll ich 3-mal so viel Geld ausgeben für die Stonehooker Bowl? Dann würde ich sagen, bekommt ihr mit einem sehr guten Funnel, der ein Drittel kostet, schon ungefähr 95, 96, 97% der Ergebnisse von der Stonehooker Bowl. Also Stonehooker Bowl, ja, sie ist hervorragend gut, aber sie kostet halt auch ein Schweinegeld. Also mit gutem Gewissen kann ich ihn eigentlich nicht weiterempfehlen, wenn mir jemand sagt, Geld ist mir komplett egal, sag mir einfach einen der besten Köpfe, die du jemals probiert hast, safe ist die Stonehooker Bowl. Leute, wenn ihr dieses Video hier sehr gut fandet, lasst mir gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha WG.